Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Transformatoren sind unser Thema. Wir haben das letzte Mal gesagt, was ein Transformator ist. Heute kümmern wir uns um den Aufbau, und zwar von Leistungstransformatoren. Mechanischer Aufbau von Leistungstransformatoren. Also es geht darum, um Leistung von einer Seite auf die andere zu bringen. Das geht üblicherweise mit einem Transformator, der hat einen Eisenkern. Okay, dieser Transformator hat einen Eisenkern. Ich zeichne mal einen einphasigen Transformator auf. Gibt es zwei verschiedene Typen an und für sich. Der einfachste Transformator schaut dazu aus. Der hat so einen ringförmigen Eisenkern. Das besteht hier also aus ferromagnetischem Material, das den Fluss leitet. Wir werden später noch genauer darüber sprechen, wie das ist. Dann habe ich da auf der einen Seite eben eine Primärwicklung drauf. Ja. Auf der anderen Seite habe ich die Sekundärwicklung drauf. Man spricht bei Leistungstransformatoren auch von Oberspannungsseite und Unterspannungsseite. Ja, und da sind halt da ist die Wicklung drauf, eine Wicklung, zweite Wicklung, so, ja, und da gibt es halt da Anschlüsse, zack, zack, da Anschlüsse, fertig. Okay? Und dieser Eisenkern verbindet diese zwei Wicklungen praktisch magnetisch. So schaut das aus. Ja. Das ist der sogenannte Kerntyp, so heißt der Kerntyp. Und das ist einphasig. Eine Phase wird hier von dieser Seite auf diese Seite übertragen. Ja. Dann gibt es noch den sogenannten Manteltyp. Das schaut an für sich so aus, dass man sagt, okay, da in der Mitte ist die Mitte ist die Wicklung, sind zwei Wicklungen, und da der Kern, der geht so rum, ja, und dann habe ich halt da zwei Wicklungen in der Mitte, die vielleicht übereinander liegen, können wir auch noch nachher sprechen, dann sprechen wir nachher auch noch. Ja. Das ist dann praktisch eine Seite, und dann sitzt noch die zweite Seite drauf. Ja. Die ist da überlappend. Ja. So, back. Die zwei Wicklungen praktisch da auf einen Ast. Ja. Das ist der Manteltyp. Ja. Also da gibt es halt da so von da darüber Anschlüsse und die darüber die Anschlüsse. Auch einphasig, zwei Wicklungen, Manteltyp. Gell? So schaut das aus. Falsche Farbe. Manteltyp. So kann das ausschauen. Nun, weil ich jetzt gesagt habe, ja, wie schauen diese Wicklungen aus? Ja, wenn die so übereinander liegen, ja, also so praktisch, ja. Also wenn wir da wieder den Eisenkern haben, zeichne jetzt einfach nur den Teil ein, ja. So, zack, da. Aber wie das da außen weitergeht, ist einmal egal, ja. Dann kann ich entweder diese Wicklung haben, wo ich dann wirklich eine Seite habe, ja, eine Wicklung, und drüber die andere Wicklung, ja. Genauso wie ich es hier eingezeichnet habe. Das heißt Zylinderwicklung. Okay. Eine zweite Möglichkeit, diese Dinge anzuordnen, wäre so. Der Eisenkern wieder. So.
Und dann mache ich da ein bisschen eine Windung. Ich teile diese Windungen auf. Gell? Dann mache ich ein Stück von der anderen Windung und das muss ich halt entsprechend elektrisch nachher so verschalten. Dann mache ich wieder die Windung. Dann mache ich wieder die Windung. Und dann zum Abschluss mache ich noch eine dünne Verdeerwicklung. Ja. Zack, zack, zack. Also ich teile diese Wicklung in Scheiben auf, die nacheinander auf dem, also nicht übereinander, sondern nacheinander. Und weil das in Scheiben aufgeteilt wird, heißt das Zeug auch Scheibenwicklung. Okay? Scheibenwicklung. Sitzt es auf einem Eisenkern. Und der Eisenkern haben wir auch schon mal da gesprochen bei den elektrischen Maschinen, bei den Rotationsmaschinen und so weiter. Da sind wechselnde Magnetfelder drinnen und diese wechselnden Magnetfelder erzeugen, würden im leitfähigen Material ja Wirbelströme erzeugen. Diese Wirbelströme kann ich nicht brauchen. Also werden diese Eisenkerne geblecht ausgeführt. Und man versucht, eine runde Form hinzubekommen, weil die Windung ja rund sein soll. Das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel so, das wäre der Eisenkern, da macht man nicht so Scheiberl, ja? Sondern das besteht aus Blechen und man sagt, okay, man macht da ein fettes Blechpaket hinein, ja? Und da außen weniger Fette und man nähert diese Form hier praktisch jetzt die Kreisform an und es besteht aber trotzdem aus einzelnen Blechen, gell? Die da übereinander gestapelt sind, überall. Da, ich deute das hier noch an. Und auch hier deute ich es noch an. Alles besteht aus Blechen. Ja. Und diese, das sind kaltgewalzte Bleche. Einseitig isoliert. Es soll ja kein Strom drüber. Und die typische Dicke, typisch 0,28 mm. Okay, 0,28 mm dick. Das sind die typischen Bleche, aus denen das besteht. Ich kann das natürlich auch ein bisschen besser anpassen, ja, indem ich da diese theoretischen Kreis dann nicht so arg anfühle, da praktisch. Ja, so. Aus größeren Blechen und da mache ich kleinere Bleche. Ja. Ich teile das praktisch auf in mehrere Teilbereiche. Ja, und nochmal kleinere Bleche. Und das kann ich dann praktisch so schichten, wie ich will. Aber was bleibt dann schon, dass das da eigentlich lauter so alles geblecht ausgeführt ist. Gell? Das bleibt schon. Ja. Kaltgewalzte Bleche. Einseitig isoliert, typisch 0,28 mm. Ja? Also so schaut sowas aus. Ja? So, und dann gibt es noch, ich meine, da drin rinnt der Strom und so weiter. Ja? Da in die ganzen Windungen rinnt der Strom, da wird es warm. Okay? Diese Wärme gehört irgendwie abgeführt. Kühlung kann entweder passieren, entweder gibt es Luftgekühlte, ja? Luftgekühlt. Dann wird diese ganze Spule und so weiter, das wird vergossen mit Epoxidharz, dass das schön mechanisch fest ist, ja, und das Ganze sitzt einfach in einem Luftraum, ja, mit Harz vergossen. Warum machen wir das? Dass das mechanisch halt ein bisschen stabiler ist. Und da gibt's bringt man nicht so leicht weg und auch die Überschlagsfestigkeit ist bei Luft nicht so hoch. Deswegen gibt es auch oft Ölgekühlte. Ja, Ölgekühlt. Der ganze Trafo sitzt im Ölbad.
Ja, ganzer Trafo. Im Ölbad. Das Öl kann warm werden. Also ich mache praktisch da eine Wanne. Ja. Park, die fülle mit Öl und da drin sitzt der Trafo. Also da drin sitzt der Trafo. Die Spulen. Zeichnen die kleinen Drehstromtrafo ein, über das reden wir auch gleich, wie das ausschaut. Sitzen die Spulen drin. Ja. Und da drin ölgefüllte Wanne. Das ist eine ölgefüllte Wanne. Das Öl strömt zwischen die Windungen, das kann da überall durch, das ist sehr dünnflüssig und wenn es warm wird, dann gibt es einen Konvektionsström von dem Öl, das warme Öl steigt hier auf, dort an der Außenhaut dieser Wanne kühlt es sich ab und das kalte Öl steigt dann wieder hier durch und durchströmt den Transformator. Ja? Also diese Ölkonvektion transportiert die Wärme von den Trafo-Kern, von den Trafo-Windungen nach außen. Und da außen haben wir halt irgendwelche Kühlrippen. Ja, da sind irgendwelche Kühlrippen außen drauf, dass schön die Abstrahloberfläche schön groß ist. Ja. Die sind natürlich auch so angeordnet, dass die Luft gut vorbeiströmen kann. So war es eigentlich ein Blödsinn, wenn man sagt, okay, weil dann kann ja die Luft nicht, die werden praktisch so, aber dass man sieht, dass das Kühlrippen sind. Kühlrippen. Und dann wird das gut gekühlt. Und natürlich brauchen wir dann da oben auch noch irgendwo, wenn Öl warm wird, dann dehnt es sich aus und da ist oben dann meistens so ein Behälterchen. Ja, das ist ein Ölausgleichsbehälter. Ja, Wärmeausdehnungsgefäß. Da ist es. Was so ein ölgekühlter Trafo auch kann, ist, dass eine gewisse Art von Selbst, also das Öl leitet er selbst nicht und wenn ein Isolationsfehler ist, ja, dann blubbert es da ein bisschen, dann wird das Öl dort lokal warm und so weiter. Und da gibt es da Schutzeinrichtungen, die erkennen das, die kennen da Gase, weil die Gase steigen auf, Buchholzrelais heißt das. Und man erkennt das ganz gut. Ja. Ölgekühlter Transformator, also ganz eine, das ist eine übliche Bauform. Ja, gibt's Pflanzenölgekühlte, auch sogar Mineralölgekühlte. So schaut das aus. Ja. Also prinzipiell Aufbau, Zylinderbewegung, Scheibenwicklung, Gewaltgebrech, Bleche und so weiter. Das nächste Mal wollen wir sprechen, wie schaut das aus bei einem Leistungstransformator für Drehstrom. Okay, also die einphasige Ausführung, denke ich, ist klar. Es gibt einen Kerntyp, Manteltyp und so weiter. Bei der Drehstromausführung, die ich hier schon etwas skizziert habe, wollen wir nächstes Mal ein bisschen genauer drauf schauen, auf was man da achten muss. Ja, soweit einmal zum mechanischen Aufbau von Leistungstransformatoren. Wie gesagt, nächstes Mal schauen wir speziell Drehstrom drauf an. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.